Mark Reich, wir haben jetzt immer über den Anfang geredet. Jetzt hat er am Anfang eigentlich gut starten und dann ist irgendetwas passiert, dass er wieder reagieren musste und nicht weiter agieren. Was ist da genau passiert? Ja, wir sind wieder in Rückstand geraten. Ich denke, es ist gut, dass wir es drehen können, aber dann haben wir total den Faden verloren für ein paar Minuten und Amber hat das eiskalt ausgenutzt. Ich denke, die Aufteilung in der defensiven Zone war heute Abend zu wenig gut gewesen. Das muss sich sofort ändern. Total der Vater verloren, da denkt man immer, da muss irgendetwas im Kopf passieren. Jetzt in so einem Moment, wo sicher im Kopf etwas passiert bei den Spielern, da braucht es in der Garderobe so Spieler wie dich. Da weiss man, du bist gut für das Team. Wie kannst du im Moment die Stimmung heben? Und ist das so etwas, was du aktuell sehr aktiv machst? Ja, wir gehen da durch harte Zeiten. Ich glaube, das ist allen bewusst. Probiert natürlich nach wie vor immer positiv zu sein. Gute Stimmung ist gleich sehr wichtig, weil wenn man irgendwie den Kopf ins Angst steckt, dann kommt es sicher nicht gut. Man muss gleich sehr kritisch die Sachen hinterfragen. Ich denke, das ist auch sehr wichtig und das werden wir machen. Die Sachen, die wir verbessern müssen, müssen wir schleunigst anpacken, aber wir werden wieder kommen. Was du sicher wirst machen, ist vorher schauen auf morgen. Da hat man bereits wieder schon die Chance zu reagieren, auswärts gegen einen Vollzug. Wenn du sagst, man muss sofort die Sachen anschauen, dass man den Faden nicht mehr verliert, dann muss man das heute noch machen oder morgen. Wie passiert das? Ja, sicher. Das Coaching-Team wird uns wieder gut einstellen auf den Match. Wichtig ist vor allem, dass sich jeder selber an der Nase nimmt. Ich denke, das ist sehr wichtig. Man muss sehr ehrlich mit sich selber ins Gericht gehen. Hinterfragen, ob die Leistung genug gut war heute. Aber morgen muss man wieder frisch kommen mit frischem Kopf und voller Elan dran. Und in Zug wird es wieder ein harter Kampf.